Hallihallo und willkommen zur dritten Folge des FIFA 13 Ultimate Team Perfect Pairs oder wie auch immer die dritte Folge von Perfect Pairs. Und ja, heute das Hamburger Duo auf der rechten Seite, Diekmeier und Beisterst. Und die beiden haben natürlich eines gemeinsam und das ist natürlich das unbändige Tempo, das die beiden verbindet. Dazu nach natürlich der wunderbare Link, den sie da auf rechts haben als Rechtsverteidiger und rechter Mittelfeldspieler. Deswegen eignen sie sich doch sehr, sehr gut als wunderbare Link-Kombination. Auch bei Beisterst sieht es schon seine herausragendste jetzt natürlich abgesehen von seinem Tempo auch seine Flankenmöglichkeit und sein gutes Dribbling. Dann bei Beisterst 78 Fernschüsse und ja, 87 Schusskraft ist für einen Silberspieler natürlich mehr als ordentlich. Ja, also er ist richtig schnell, hat ein richtig gutes Dribbling. Das Einzige, was wirklich bei ihm das ganz, ganz schade ist, ist dieser 2-Sterne-Skill-Move, diese 2-Sterne-Skill-Move-Spezialbewegung. Ansonsten natürlich noch schnell, gut am Ball, Monsterschuss, richtig guten Longshot auf jeden Fall auch noch. Guten Abschluss, wenn er näher ans Tor kommt. Und auf rechts dann natürlich auch ziemlich gut unterwegs. Kann man in die Mitte ziehen und schießen. 87 Tempo, 74 Dribbling, 71 Schuss, 67 Passen dazu noch. Sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Stats. Einzige, was halt wirklich nervt, sind diese 3-Sterne-Weakfoot. Mit rechts ist nicht wirklich seine Stärke und links halt leider dieser Skill-Moves, die nicht zu bringen sind. Diekmeier, ja, leider kein Tor mit ihm geschossen. Auch wenn er gefällt mir richtig gut. Er hat eine Hoch-Mittelarbeitsrate, weil ich eigentlich von Rechtsverteidiger schon mag. Und außerdem läuft er dann halt auch immer richtig schön mit nach vorne. Also er hat das auf jeden Fall drauf, damit nach vorne zu laufen, kann man sagen. Und dann kann er auch mal eine ordentliche Flanke schlagen oder auch mal auf jeden Fall zum Beispiel zu einem Dribbling ansetzen. Denn das hat er auch wirklich. Er hat, glaube ich, fast 70 Dribbling oder so oder mehr auf der Karte. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und die sind auf jeden Fall deutlich sichtbar, denn er macht seine Sache da wirklich gut. Erstes Tor, beißt da ein schöner Finesse-Schuss mal, um den Keeper, der ein bisschen draußen war, rum. Schönes Tor auf jeden Fall, muss man sagen. Und er hat wirklich einen klasse Abschluss, der Typ. Typ hat einen richtig schönen Longshot, habe ich ja gesagt. Und einfach seine Schusskraft ist wirklich überragend. Also wenn ihr da mal voll durchzieht mit seinem linken, ist das für jeden Keeper sehr, sehr fett zu halten. Ansonsten natürlich, was zeichnet ihn aus? Hier dieser Ball, Arellano. Na gut, das ist jetzt wirklich nicht wirklich kompliziert. Den macht er dann auch mal wirklich mit seinem rechten Fuß. Der ist halt wirklich fast nur da, um zu stehen. Das ist wirklich schwer, mit seinem rechten zu treffen. Auf jeden Fall ist seine Schusskraft auf dem rechten wirklich ziemlich schlecht. Aber ansonsten natürlich sein richtig schnelles Tempo. Ich glaube, 87 oder so hat der Beißer auf links gelegt. Und wieder natürlich der klasse Abschluss in die lange Ecke. Ja, ich bin schon froh, dass er auf jeden Fall rechts ist, denn zwar ist der Near Post natürlich auch OP, aber hier sein linker Schuss in die lange Ecke mit so einer Schusskraft, da kann man schon mal auf jeden Fall immer schön in die Mitte ziehen. Das ist auch wirklich so, mit ihm muss man so ein bisschen spielen, wie mit einem Arjen Robben früher, wie Robben halt immer gespielt hat, in den Saisons, wo er noch überragend war, bei den Bayern halt immer schön auf außen durchdribbeln, ganz schnell in die Mitte ziehen und schießen. Das ist so das, was man mit Beister auf jeden Fall immer und immer wieder machen kann. Das kann man auch immer wieder schön machen, zum Beispiel durch die Aktion von einem Diekmeier. Diekmeier rennt zum Beispiel durch, spielt dann den Steilpass auf einen Beister, dieser setzt sich dann durch und ja, solche Bälle macht er dann auch mal mit rechts rein. Wenn ein Diekmeier zum Beispiel auf rechts durchläuft, dann ihn abspielt auf Beister, der schon natürlich vorne steht, dann kann das Ganze auch immer sehr schön enden, muss ich sagen. Ansonsten, Beister kriegt immer wieder auf außen den Ball, zieht in die Mitte, egal mit welchen Tricks. Das sind jetzt nicht so viele, die ihr da zur Auswahl habt. Eine Schusstäuschung natürlich, das A und O. Die kann er auch wirklich sehr gut, muss ich sagen. Es ist jetzt zwar nicht so schwer für die meisten Fußballer, aber ja, die hat er auf jeden Fall drauf, muss man sagen. Er hat den Ball immer eng am Fuß, hat ein gutes Dribbling. Hat ansonsten natürlich auch diesen linken Schuss. Sein Abschluss ist wirklich sensationell. Also wenn ihr nicht so der seid, wenn ihr mal einen Spieler haben wollt, der wirklich nicht der skillreichste ist, aber wirklich Tempo hat und einfach eine linke Klebe wie sonst was. Ich meine, ihr seht es ja hier, kurzer Pfosten, einfach reingeballert mit links. Dann ist Beist auf jeden Fall der Richtige. Und wenn ihr dann noch einen haben wollt, der in der Abwehr aufpasst, dann ist euer Mann, der hier jetzt am Ball ist. Diekmeier mal mit einem Dribbling, hat einen ordentlichen Schuss, kann man sagen. Nichts Überragendes, also ich würde jetzt euch nicht raten, irgendwie mit Diekmeier mal aus 45 Metern abzuziehen. Aber sein Dribbling, wie gesagt, er hat 3-Sterne-Skill-Moves, was irgendwie komisch ist, dass er mehr als Beister hat. Und ich glaube, Beister verdient doch eindeutig mehr als ein 2-Sterne-Skill-Move. Aber, naja, hier wird er von irgendwem aufgehalten, kann sogar Beister gewesen sein. Auf jeden Fall, er steht hinten gut, ist halt wirklich blitzschnell, der Typ.
Der fängt die meisten Verteidiger stark ab. Sein Dribbling ist gut, sein Passen, wie gesagt, er hat richtig gute Flanken, deswegen kann er auch immer schön diese Seitenwechsel planen oder ausführen, besser gesagt. Und ansonsten hätte ich gern mit ihm Tor geschossen, habe auch oft mit ihm von da aus so Positionen kann man gern mal mit ihm abziehen, aber sein Schuss ist halt leider nicht so überragend wie sein Tempo, seine Flanken oder sein Dribbling. Also Dribbling ist wirklich ziemlich gut für ihn. Hier auch nochmal eine Kopfballchance, beißt er mit der Flanke, Diekmeier, sollte leider nichts werden und ja. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, die beiden. Würde ich euch auf jeden Fall raten. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich würde sagen, bis dahin, Leute. Tschüss.